have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei The Outer Worlds. Wir sind endlich bei der Hope. Unserem Semi-Zuhause. So, was passiert, wenn ich mit der Hope springe? Erzähl mir von der Hope. Das war erstmal alles. Was passiert, wenn ich mit der Hope springe? Mal gucken, was sie sagt. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Or the sun. Ja, oder die Sonne. Und dann guckt die wieder toll. Also das hat mir ja schon gemacht. Ich bin doof. Und ja. Mann, sieht gut aus. Kann ich irgendwie. Hallo? Achso. Boah, da mir Luft weg. Gut, erstmal die Maussensitive hochstellen hier. Sending a corrupted tracking signal to the board was quite clever, if I might say, Captain. Danke. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sprich mit. Hallo? Verbinde Ada mit dem Kommunikationssystem der Hope. Wie mache ich denn das, wenn ich da bin anscheinend? Okay, also wir können erstmal hier. Ist blöd mit dem. Das fängt hier nicht gut an, ja? So, bei Überzeugen sind wir auf 101. Bei Lügen einschüchtern auch. Inspiration. Ja. Ich wollte Wissenschaft machen, ne? Dann bin ich da auf 80. Ansonsten Lügen einschüchtern. Einschüchtern bräuchten wir eventuell nochmal, ne? Ich meine, nehmen wir erstmal die Wissenschaftswaffen, denn es gibt noch ein paar und wir sind ja quasi erst bei der Hälfte der Story. Ungefähr. Gut, und was haben wir da nochmal? Wissenschaftswaffen plus 50% mehr Schaden, das ist schon mal nicht schlecht. Wollte ich ja vorher erst nicht. Werden deine Mani und Waffenstellen Option, ja, okay. Nee, brauche ich nicht. Wenn du einen genäherten Kampfeffekt zu betreuen bist, nö. Wenn du ein niedriges Versuch von 20% Schaden, ma. Nö. Bierflächenschaden und Plasmaschaden, den du erlässt, wird verringert. Das ist nicht schlecht. Machen wir das mal, ne? Ja, komm. So, und wir nehmen ein paar Vati. Und wir nehmen den noch mit. Das ist ein bisschen schwer. Also mag der Felix nicht und Sam auch nicht. Aber entweder Vika oder Nico, ja. Nioka. Das ist schwierig. Ich würde aber tatsächlich ihn mitnehmen wegen Hacken. Falls wir was zum Hacken brauchen. Obwohl da schon hoch sind, aber trotzdem. Wir haben letztes Mal schon einen Hacken untergebraucht. Ne? Los, Papa, moin. So. Jetzt mal Kopfhörer lauter stellen und jetzt weiter geht's. Ist jetzt die Frage, sind die gegen uns oder sind die für uns? Ich meine, die haben ja gesehen, dass wir gelandet sind. Also eigentlich müssten die ja friedlich sein. Und das scheint auch so. Ich glaube eben, weil wir mit dieser, ich muss mal da, die unwichtige Person, mit Sophia,
Weil wir Sophia kennen. Und die macht, glaube ich, noch nichts. Und es war, glaube ich, von mir auch klug, erstmal hierher zu kommen. Dann hätten wir, wenn wir erst zu Sophia gegangen und dann hierher, dann hätte sie ja gemerkt, wir würden ihn nicht ausliefern und auch die Hope nicht. Und dann hätte sie bestimmt den Befehl zum Schießen gegeben und wir hätten hier Probleme. Was jetzt kein Problem an sich ist, aber egal. So, Protokolle. Anweisung vor Abflug. Okay, da steht jetzt auf Yves. Manueller Eintrag. 10 Jahre. Die längste Reise, die Donner und ich je unternommen haben, war ein Wochenendausflug ins Silbergebirge. Und selbst das hat uns die nervös gemacht. Ist der häusliche Typ. Das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten raushauen können. Und die Erde hat uns einmal für ein Teambildungsseminar in die Stadt geschickt. All inclusive natürlich. Donner hat trotzdem noch Energieregel eingepackt, nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Altschirn benötigen. Ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Reparaturplanung übernommen, sonst hätte sie womöglich noch unser ganzes Ersparte für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Automatisch Audioskript. Oh, die. Es geht los, Leute! Null da. Zeit sich auf den blauen Murmel. Was? Von der blauen Murmel zu verabschieden, was? Und, ja, wenn das jemand möchte. Gut. Dass wir sie los sind. Volkov, warum so verbittert, Resi? War ein gutes Zuhause. Torga, da ist mir ein Raumschiff allemal lieber. Und nun, mal sehen, wie du das in den ein Jahr siehst. Leute, wie wäre es mit einer Schweigeminute? Oder sollten wir anstoßen? Irgendwas? Fühlt sich schräg an, die Erde einfach hinter sich zu lassen. Ante? Nein. Und dann blicken wir nur noch nach vorne. Okay. Status. Energiestatus. Der Reaktor von unabhängigem Energiesparmodus. Ausschließlich Lebensalter sind im Betrieb. Es sind Statusberichte für folgende verfügbar. Energiewartung, Kryotanik. Wartung. Beste Wartungsarbeit. Ja, halt leicht überfällig. Leicht. Ne? Diese 22.000 Tage. Das ist fast. Aber 22.000 Tage. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Jahre das sind. Ich weiß nämlich nicht auswendig. Mein Gutmann hat ja immer einen Rechner dabei im Handy. 22.000 durch 356. Okay. Um die 62 Jahre. Also 61 Jahre ungefähr. Ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Das ist so erst irgendwie 300, oder? Ausstehende Arbeitsaufwärts, Kurzschluss mit Makrowellen. Irgendein Depp hat seine Gabel in den Teller, auf den Teller liegen lassen. Makrowellenuhr funktioniert nicht mehr. Makrowelle läuft nur noch auf Hoch. Energiemodus. Makrowelle funktioniert gar nicht mehr. Kryonik. Alle Kryonik-Lagersysteme befinden sich innerhalb der gewünschten Parameter. Lagerraum 5 ist derzeit zu 99% ausgelastet. Lagerraum 9 ist derzeit zu 92% ausgelastet. Lagerraum 12 ist derzeit zu 76%. Aber was mit den anderen? Sind die zu 100 oder zu 0%? So, dann leiten wir mal. Im Befehlsversorgungsmodus. Okay. Sind wir jetzt? Nö, okay, wir sind immer noch. Ich glaube, wir müssen erstmal mit den Typis reden, ne? Ich muss erstmal wieder reinkommen, ey. Ich habe jetzt eine Zeit nicht mehr gespielt. Komischerweise dürfen wir alles mitnehmen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Hier müssen wir aufpassen. 75. Left hands, Cap. Weil ich will halt nicht entdeckt werden, ne? Okay, machen wir gleich. Wir sind immer noch vor. Was haben wir hier? Plasmaschreiber Gold.
Oh, ein Ausweismodul. Damit können wir hier raus, glaube ich. Also wir. Die ganze, was diese ganze Verhungergeschichte ist echt nicht toll, echt nicht so toll, wie es sich anhörte. Andererseits sind die Toiletten so sauber wie noch nie, seitdem wir abgelegt haben. Hat meine Arbeit echt einfacher gemacht. Thurston Starbirth, Reinigungsingenieur. So, dann will ich nämlich erstmal. Du jetzt da hoch, ja, und F, ne. Ich habe gerade jetzt hier auf Thieves gespielt und da ist dieses F-Lock drin. Ich hab übrigens noch ein paar Aufgaben auf The Groundbreaker, weil es gibt ja so eine Treppe auch auf The Groundbreaker und die habe ich nicht gesehen. Zudem gibt es da noch eine Aufgabe, die ich auch nicht gesehen habe in der Krankenstation. Habe ich auch nicht gesehen. Okay. Also ich schätze mal, wir müssen sowieso runter, aber. Jetzt weiß, wir gehen erstmal runter. Er will uns bestimmt nicht vorbeilassen. So, dass wir dann da oben rüber müssen, denke ich mal. Ja, gucken wir mal. Moin. You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here before I make you take a walk outside. Geht man hier so mit neuen Angestellten um? Technik 50, Lügen 50. Mal hat mich geschickt, um den Reaktor zu reparieren, damit er nicht explodiert und die ganze Kolonie in die Luft springt. Wissenschaft 50, Lügen 50. Ich wurde geschickt, um ein paar Proben von eurer Tiefgefrage zu nehmen. Das wird nicht schön. Das hört sich so, ne, deswegen diesen Deswegen nehme ich, glaube ich, mal Technik und Lügen 50. Explode? Holy shit! Alright, you'll want a uniform so my staff doesn't shoot you on sight. They're a dangerous mix of bored and trigger happy. We've got a few extra in the old badge station to my right. Good luck. Zu deiner Rechten? Also von dir, ja. Entschuldigung. Wo denn? Oder habe ich die jetzt schon? Die meint er wohl, ne? Oh, oder nicht? Oder bin ich jetzt... Mal, welche hat er denn an? Was soll ich? Good luck. Ich wollte... Gut, dann speichern wir halt. Machen wir es halt so, weißt du? Junge. So nicht willst, machen wir es halt anders. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Welchen Anzug denn? Also entweder will er mich verarschen oder. Ich probiere jetzt mal den Kryonik-Anzug aus. Nö. Der ist es auch nicht. Ganz ehrlich, ich gehe da jetzt sneaky rein. Und wenn da jemand mir doof kommt, dann wird er halt kalt gemacht. Mach das jetzt aber oben lang. Ja. Wir haben ja den Ausweis, falls wir runterfliegen sollten. Müssen wir halt gucken. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, ne? So, dann gehen wir mal hier lang. Wo gehen wir denn? Was haben wir denn hier? Hängen 80, Wachposten abschalten, hängen 80, Zielsystem auf. Ach komm, nehmen wir uns den Spaß. Du
das funktioniert. Ich habe jetzt... Abrüstungsfeuer mal für die L-Personal. Alles klar. Schade, sieht man jetzt gerade nicht. Das, aber kommt bestimmt doch gleich. Ja, hallo, Disparatz. So erinnere ich dich gerne als Figur. In meinem Computer. Ja, hallo. Ja, hallo. Also sei die Zigaretten. Die Frage ist auch, wen befreien wir aus der Stase? Wollt ihr da hin? Go! Ausweismodul? Ja. Ich meine, warum auch nicht? Achtung, nicht autorisierte Zugang resultiert also vor dem Minuten ein. Nachrichtverlauf. Hey, Riz. Ja. Mir ist langweilig. Brücke auf eine Runde Darts. Ja, ich habe. Ja, aber ich habe Brückendienst. Hey, komm auch. Lässt du mich rein? Okay. Aber diesmal nicht schummeln. Hör mal. Es ist nur schummeln, wenn dich jemand erwischt. Ich werde das Deck trotzdem kontrollieren. Okay, weißt du was? Ich spiele, glaube ich, lieber mit Alexei. Alexei. Oh, oh Gott, ja. Psst, tut mir leid. Fällt mir schwer, leise zu sein. Versuch's zumindest. Wenn der Computer uns hört, sind wir für immer im Protokoll. Ist das schlimm? Ich habe da jemanden in der Kapsel, Alexei. Das hier ist eine Reihe... Eine reine Reisebekanntschaft. Ah. Das sind, glaube ich, die ersten beiden, die hier anscheinend gefögelt haben. Aber guck mal, wie hoch man immer der Hacking-Skill schon sein muss. Gut, hier gehe ich noch nicht. Obwohl, warte mal. Ich gehe dann immer noch nicht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Moin. Ja, könnt ihr mal da lang gehen? Du kommst nicht rein. Und 30, okay, ja. Fallzeug, Ungeziefer 2. Sind noch mehr Kapseln? Das wundert mich so ein bisschen. Aber ich muss aufpassen mit meinen Schritten. Ausmaßmodul, noch ein Ausmaßmodul. Ja, doch, schon. Also, ich hab keine Ahnung, wie das kann passieren. Ihr Captain. Das ist es, was ich meinte. Wir werden langsamer. Riesi, tu mir einen Gefallen und nimm an, dass alles, was ich auf dem Bildschirm sehe, unverständlicher Mathekram ist. Okay. Siehst du diese Linie? Das sind wir. Und diese hier? Da sollten wir uns befinden. Und diese hier? Dahin sind wir unterwegs. Wir sind vom Kurs abgekommen und ich glaube, das liegt daran, dass... Was zum Teufel war das? Well. Ist doch ein Los, Frank. Genau dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Die Triebwerke wurden gerade ausgebremst. Wer hat die Bremse bestätigt? Leg los, Frank. Gut. Wie einige von euch bereits wissen, reist das Schiff nicht länger mit Überlichtgeschwindigkeit. Wir müssen den Sprung am Antrieb neu starten. Warum reden wir dann noch? Na los. Es ist nicht so einfach, du Stumpfköpfiger. Frank. Tut mir leid. Wenn ich den Antrieb bei Knopfdruck wieder einstellen könnte... Würde ich es tun, aber wir brauchen einen neuen Kurs von der Navigation. Ja, der Abfall über der Unterdichtgeschwindigkeit hat uns ganz schön vom Kurs abgebracht. Der Navigationscomputer sollte uns helfen, aber es dauert. Nur ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich muss es richtig machen. Der kleinste Fehler, wir fliegen durch einen Planeten.
Oder ein Stern. Außerdem müssen wir den Treibstoffabstand überprüfen. Bestand. Wenn wir ohne die notwendige Energie versuchen zu springen, dann... Scheiße, was war das? Ich glaube, wir explodieren einfach. Ja, wer weiß. Entschuldigung. Ich werde ungern explodieren. Also, wenn wir nicht genug Treibstoff haben, dann fliegen wir langsam. Und wie lange wird das dann dauern? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst durchrechnen. Aber, da kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Frank, du siehst jetzt erstmal nach dem Sprit. Hazy, du gehst raus. Davon aus, dass der Sprungantrieb wieder bereit, betriebsbereit macht. Und plane einen Kurs. Los geht's. Manueller Eintrag. Für UDL war Prävention schon immer der oberste Tugend. Wer Probleme gar nicht erst entstehen lässt, muss keine Lösung finden. Bevor ich den Auftrag für diese absurde Reise erhielt, habe ich Budgets für unser Gelas geplant. Wie viel kostet das Personal eines Ozeandampfers? Wie viele Lebensmittel brauchen wir? Die Sicherheitsvorkehren, Rettungsboote, Arzneikästen, Signallösen und so weiter. Habe ich immer in eine separate Kategorie einsortiert. Und Stink sagte mir, dass ich sie einplanen sollte. Ich glaube, das habe ich von Donner. Aber mein Chef hat sie mir immer gestrichen. Warum sollten wir Geld für Notfallversorgung ausgeben, wenn wir stattdessen in die Vermeidung von Notfällen investieren könnten? Die Verpflichtung einer besseren Besatzung, bessere Materialien für den Schiffsbau. Ein besserer Buchhalter. Was für Kreuzfahrtschiffe gilt auch für Kolonieschiffe. Sie haben uns Rationen für 10 Jahre und wir haben 9 davon verbraucht. Wie sie sagt, die Reise von Altschön dauert 26 Jahre. Und wenn wir den Sprungantrieb nicht starten können, wie ich es auch drehe und wende, jemand wird hungern müssen. Ja, selbst wenn man die Bevölkerung halbiert, wird es dann noch nicht reichen. Oh, da war doch noch was. Ich möchte das festhalten. Wir sind am Arsch. Und das nicht wegen der Technik. Der Sprungantrieb ist hinüber. Kein Plan, was da passiert ist, aber er lässt sich nicht mal mehr die Vorlaufstufe einschalten. Der Captain sagt, wir haben Essen für ein Jahr. Reese sagt, mit unterlicher Geschwindigkeit brauchen wir 26 für die Reise. So, also habe ich gesehen, wie Leute durchgedreht sind, weil sie eine Woche lang nichts zu essen haben. Eine Woche. Wir halten keinen Monat durch, wenn wir uns nichts überlegen. Ja. Und dann können wir eigentlich runter, oder? Ja, wir können eigentlich runter. Also da. So lange unbemerkt bleiben, wie es geht. Auch wenn es nicht viel ist. Leute, kommt ihr mal rein hier? Das ist, denke ich, für den Sprungantrieb, wenn ich jetzt... Oh, das war ja oben irgendwo, ne? Ah, ne, da. Okay. Oh, okay, da sind welche. Dann lassen wir das mal. Ah. Sehr schön. Danke. Das kann ich überhaupt. Oh, ganz schön zerstörtes Schiff hier. Oh, Spreads. Ein Megaspread. Nein, bleib da. Bleib da. So, jetzt gucken wir erstmal, was da steht. Ach du Heilige. Jetzt erinnere ich mich wieder. Hier stand der Dog. Aktuelle Kapselzahl knapp 10.000. Protokolle Kapselentfernung CB5524.
Beleg von Jack Joker. Entfernt von Crewmitglied unbekannt. Wieder beim Zugriff auf Archiv. Verfügbare Einträge. Automatisches Audioscript. Ja, unbekanntes. 100.000 Kunden, die einfach im Wert von Zug gelassen. Nur damit für den Vorstand am Ende alle Zahlen stimmen. Eine absolute Stande. Ja, was er auch gesagt hat. This must be unsettling for you, Captain. Ja. Recht hast du. So. Ich glaube, die möchte ich gerne loswerden. Authorized personnel. Hast du mich gerade... Oder habe ich dich angehört? So. Jetzt sind wir wenigstens sicher. Okay, was haben wir hier noch? Nichts. Wie lang hier? Ne? Okay. Hey, dann müssen wir damit verbinden. Ich speichere mal eben, falls ich hier nicht mehr, nämlich nicht mehr hin kann. Gucken wir mal. Protokolle, Audio-Script, Audio-Protokoll starten, die funktioniert hier sehr gut. Wir haben gesagt, Audio. Ach, verdammt. Hier spricht P. Wells. Ja, das hört sich doch gut an. Wir fahren mit der Arbeit an Testobjekten 1-12 aus Kryonenraum 8 fort. Zeit der Bergung, naja, sagen wir vor 2,5 Stunden. Zeitpunkt des Todes vor 6 Minuten. Explosiver Teltod, mein Erzfeind. Er sucht jegliche meiner Versuche heim, unsere eingefrorenen Kolonisten wiederzubeleben. Es ist, als würde er meine Arbeit spotten. Ich habe alle verfügbaren Chemikalien in jeder erdenklichen Kombination ausprobiert. Habe jede Variation an jeder menschenmöglichen Aufklärungsmethode eingesetzt. Graduelle Wärmung, blitzschnelle Gliedmassen zuerst, Gehirn zuerst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. 4 Stunden Schlaf in den letzten 27 Stunden. Nee, 72 Stunden. Ich kann ihre Schreie in meinen Albträumen hören. Testobjekt 112, Ausweisnahme, meine Güte. Hornistenten. Alter 39. Sag nein, schreib dich gerne. Tut mir leid, Ali. Wollte dich nicht retten. Wieso denn? Ist es ein Bruder? Meine Protokoll starten. Wenn ich das sage, oh, die Protokoll starten. Was für ein sinnbefreites Programm. Was passiert, wenn ich einfach aus Versehen das Wort Audio-Protokoll benutze? Ich weiß auch nicht, warum ich das mit einem eingefrorenen Kolonisten erzähle. Der ist langsam durch, Phineas. Konzentrier dich. Komm schon, setze den Schnitt. Na bitte, ausgezeichnet. So, meine frostige Freundin. Du hast wohl nicht auf die Vorschriften gehört. Ab 36 Stunden vor der Kryostase keine Nahrung zu dir nehmen. Was? Dem Gesetz sei Dank gibt's für sowas Handschuhe. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Oh. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Beschissen und rutschiges Skalpell. Wer stellt überhaupt her? Spitzes Choice? Ja klar, ich habe ja keine Wahl. Dann mal los. Can you hear me, Captain? Jo. I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood-suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found. Schade. Aber was ist denn das mit Wells? Wells. Uah. Liebes Tagebuch. Alle versuchen krampfhaft eine Antwort auf die Frage zu finden, was wir essen sollen, aber das spielt... Ja, alles spielt keine Rolle. Wenn ich uns nicht auf Kurs halten kann. Es ist grauenhaft. 26-jährige Reise durch den Weltraum zu berechnen ist. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist eine Menge Druck. Wie viele Leben hängen davon ab?
ich auch nur einen Fehler mache, ein falsches Komma setze, eine mikroskopisch kleine Fehlberechnung anstelle, können wir direkt in einen Asteroiden rasen. Ich muss ständig an die Kolonisten denken. Sie würden einfach niemals aufwachen. Glück eigentlich. Ich habe alle zusammengerufen, weil eine Menge unserer Ration nicht stimmt. Die Menge. Wie? Was meinst du damit? Nicht stimmt. Wir haben zu viele. Jemand hat seine Ration nicht beansprucht. So, sie sind Klitone. Doch nach etwas Gutem, Schatz. Nicht zusätzlich. Jemand bezieht seine Nahrung aus einer anderen Quelle. Diese Person muss irgendwo was versteckt haben. Und? Hat jemand was von der Erde mitgebracht? Wenn dem so ist, müssen wir das in unseren Rationswert einbeziehen, Frank. Jedes bisschen Essen auf dem Schiff wird gerecht aufgeteilt. Aber das ist Privatbesitz. Das kannst du nicht einfach beschlagnahmen. Hier geht es nicht um Besitz. Es geht ums Überleben. Früher oder später geht uns das Essen aus. Und je mehr Zeit wir haben, desto besser stehen unsere Chancen, eine Lösung zu finden. Schon gut, schon gut. Entschuldigung, da kam mir Essen noch. Also, mit dem Rülpser. Ja, ich möchte, dass hier jeder seinen Personal befragt. Findet heraus, wer sein Anteil nicht ist und sorgt dafür, dass sie sich melden. Nur eine Eindruck. Vielleicht gibt es Hoffnung. Mama hat diesen traumhaften Garten. Als Kind aß ich eine ihrer Tomaten, Zitronen und Limetten. Als wir die Erde verließen, gab sie mir eine Handvoll Samen mit, sodass ich einen eigenen Garten einrichten konnte, wo immer wir auch landen. Nun sprießen hier die ersten Knospen in der Kryo-Hydrokultur. Es mag kein echter Garten sein, doch es ist mehr als nichts. Ich denke jeden Tag an dich, Mamushka. Nun mehr als je. Gnade mir das Gesetz, es hat funktioniert. Ich fahre zur Hölle, aber es hat funktioniert. Nur, wie zum Teufel erkläre ich das jetzt dem Captain? Okay. Captain. Ja, ich wollte, dass es im Protokoll steht. Ich bin dieser Hexenjagd geleitet. Ich bin es. Ich habe meine Ration nicht gegessen. Warum? Ich brauche sie nicht. Mir macht der Hunger nichts aus. Ich brauche eine voll leistungsfähige Chefin. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Aber bitte iss deine Ration. Das ist ein Befehl. Bei allem Respekt, hier brennt die Hütte. Bin mir nicht sicher, ob Befehle hier noch gelten. Sie gelten. Und jetzt mehr denn je, Frank. Wir müssen organisiert bleiben. Nein, ich werde es nicht tun. Du kannst mir das Zeug entweder durch den Hals runterrahmen oder gibst meinen Anteil jemand anderen. Das ist aber sehr... Oh. Dankeschön. Das ist aber sehr... Aufopfernd. Wo komme ich denn hier hin? Dann möchte ich da noch nicht hin. Na, komm her. Geht's euch gut? Ich wünschte, ich hätte... Oh! Das meinte ich. Adlerhuschung Gewehr 2. Aber meinst du es wohl besser? Viel besser. Should we assign Sam for a cleanup? Oh gosh. I'm gonna be sick. Was? Wieso? Naja, wenigstens liegen hier keine Leichen rum, oder? Ich guck da gleich mal drauf. Oh, Spitzhacke, wir können Gold abbauen, sehr schön. Keine Ahnung, was Leerdarm nochmal... Was? Hä? Keine Ahnung, was Leerdarm nochmal gerade passiert ist. Aber ich schreibe es auf, falls ich verrückt werde. Habe einen Typen aus der Kapsel gezogen und sein Arm wurde so klamm, fast gummiartig. Hab kurz drauf gedrückt und dann ist er weggeflossen. Als wäre er aus Wasser.
bin schnell wieder reingestopft, aber er sah nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass er es geschafft. Es wird hoffentlich bei den anderen besser, sonst werden wir noch allem dem Mist doch noch verhungern. Frank. Ah, Frank, was hast du denn gemacht hier doch? Klar, da sind Flammenwerfer drin. Ja, nee, ist klar. Das muss. Hier steht leider keine Nummer drauf, ne? Weiß wohl der Tank 12 sein mit 76%. Gut, wir müssen ja noch auf die andere Seite. Was ist denn hier? Heute habe ich einen abgetrennten Finger in einer der Sicherheitsroboter-Einheiten bemerkt. Das Mistding hat meinen Boden zerkratzt, weil sich der Finger in einen der Beingelenke verfangen hatte und es nicht mehr vernünftig bewegen konnte. Langsam wird es echt albern. Ja, ich muss mir ganz kurz mal räuspern. Alter. Kommt der auch rüber? Du bleibst hier. Dreht ihr euch mal um. Mist. Na ja, gut, dann komm her. Wobei die ja eigentlich nur Dings angreifen sollten, ne? Gehen wir ganz kurz hier hoch. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Da oben ist nichts mehr. Hauptsache, die bemerken sie nicht. Nee, doch, da ist eine Tür. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ach ja, super. Wow. Wow, wow. Okay, das heißt, wir müssen da lang. Was? Leck mich doch am Arsch. Ach ja, wir sind ja nicht gedingst. Ja. Nicht vergessen. So, Leute, kommt rein. Kommen wir mal hoch, wa? Und ich mache hier meine Folgepause. Bis gleich. Ciao.